Herzlich willkommen zum zweiten Teil meines Vortrags über die Medienqualität in der Corona-Krise im Rahmen unserer Vortragsreihe Akademiegespräche am See im Netz. Im ersten Teil meines Vortrags ging es um die Funktion der Medien und den Nachrichtenwert von Corona sowie die Veränderung der Mediennutzung in der Krise. Jetzt im zweiten Teil wird es darum gehen, wie sich Medien und Journalismus während der Pandemie verändert haben und wie es zu einer Demokratisierung von Öffentlichkeit durch digitale Online-Medien und Social Media gekommen ist. Trotz der steigenden Zahlen von digitalen Abos und E-Papers ist von Goldgräberstimmung in den Verlagen derzeit nichts zu spüren. Erste Redaktionen haben Kurzarbeit angemeldet, andere denken darüber nach. Und die von der Corona-Krise schwer getroffene Wirtschaft storniert die so überlebenswichtigen Anzeigenaufträge. Das trifft natürlich auch besonders hart die auf Werbung angewiesenen privaten Radio- und Fernsehsender. Und eine erste Regionalzeitung in Rottweil hat ihre gedruckte Ausgabe bereits eingestellt. Gerade kleinere und mittlere Regionalzeitungen werden am schwersten getroffen. Ein neuerliches Zeitungssterben und auch eine neue Konzentrationswelle würde ich nicht ausschließen. Journalisten und Journalistinnen haben momentan das Problem, dass täglich zahlreiche neue Studien zum Virus erscheinen, die sie erst lesen und die sie vor allen Dingen auch erst einmal verstehen müssen. Das ist nicht einfach, denn nur die wenigsten unter ihnen sind ausgebildete Mediziner oder Naturwissenschaftler. Und in dieser Informationsflut ist es schwierig, den Überblick zu behalten und die guten von den schlecht gemachten Studien zu unterscheiden. Der nötige Faktencheck ist schwierig und sehr zeitaufwendig. Und wenn dann noch viele Menschen durch die neue und vor allen Dingen unsichtbare Gefahr verunsichert sind und nach einfachen Antworten suchen, dann fallen schnell produzierte Desinformationen auf einen besonders guten Nährboden. Und sie können dort als Sumpfblüten eine verheerende Wirkung im globalen Nachrichtensturm erzielen. Ich werde auf dieses Thema im dritten Teil noch besonders eingehen. In der Corona-Zeit arbeiten die Redaktionen aller Medien unter sehr erschwerten und ungewohnten Bedingungen. Auch Journalisten selbst sind erkrankt, sie arbeiten in häuslicher Quarantäne oder bei der Kinderbetreuung im Homeoffice. Das verändert die Kommunikation in den Redaktionen, das verändert die Abläufe. Die Abstände am Newsdesk werden naturgemäß größer. Teeküchen und Cafeterias sind verwaist und der Flurfunk kommt praktisch zum Erliegen. Telefon- und Videokonferenzen verlaufen nun einmal anders als die direkte persönliche Kommunikation und der direkte persönliche Austausch. Manches bleibt unausgesprochen, manches wird nicht vertieft, die Diskussionen werden auf jeden Fall kürzer. Bei Pressekonferenzen, zum Beispiel der bayerischen Staatsregierung, sind in den ersten Wochen nur Kameraleute zugelassen worden. Journalisten mussten draußen bleiben. Fragen wurden vorab nur in begrenzter Zahl schriftlich eingereicht. Nachfragen war so natürlich nicht möglich. Und so wurde journalistische Arbeit erschwert und die so wichtige Kritik- und Kontrollfunktion der Medien streckenweise jedenfalls untergraben. Persönliche Treffen für Hintergrundgespräche oder Interviews sind oft nicht mehr möglich. Termine und Veranstaltungen wurden reihenweise abgesagt. Gemeinderatssitzungen, Theateraufführungen, Parteitage, Filmpremieren, Fußballspiele. Die Themen brachen und brechen reihenweise weg. Aber die Redaktionen, besonders und gerade im Lokalen und Regionalen, sie wurden vielfach ausgesprochen kreativ und brachen die großen Themen der Berliner Bühne publikumsgerecht auf die regionale Ebene herunter. Auf der anderen Seite fegt gerade ein Nachrichtensturm durch die Redaktionen. Die deutsche Presseagentur DPA verschickte im März 241 Eilmeldungen, fast doppelt so viele wie im Monat ein Jahr davor. Zwei Drittel dieser 241 Eilmeldungen betrafen Corona. Und die sogenannten sozialen Medien, sie konnten endlich zeigen, wozu sie auch fähig sind und dass sie nicht nur als Propagandaschleuder für Hass und Hetze taugen. Ich denke, in der Corona-Krise wurden wirklich soziale Medien kreiert. Wenn es ernst wird auf der Welt, wenn die Menschen Angst haben, wenn sie verunsichert sind,
dann sollte man normalerweise Facebook und Co. nicht als Informationsquellen empfehlen. Zu oft finden sich dort Ängste und Halbwahrheiten oder auch gezielte Desinformationen. Aber ausgerechnet in der Corona-Krise, die ist eigentlich wie maßgeschneidert für virale Kampagnen und Fake News, gerade in der Krise punkten die sozialen Netzwerke. Sie arbeiten offenbar wieder für die Nutzer und nicht mehr gegen sie. Zahlreiche Hashtags appellieren an die Vernunft. Sie appellieren daran, soziale Kontakte weitgehend zu meiden und zu Hause zu bleiben. Meinungsmacher, Meinungsführer, Stars und Medien nutzen ihre Reichweite und appellieren an uns, an die Gesellschaft, die Bürgerpflicht wahrzunehmen und an die Gesundheit aller zu denken und sich an die Vorschriften zu halten. Im Netz gab es viele Ideen gegen Einsamkeit und Langeweile während der Ausgangsbeschränkungen und in der sozialen Isolation entstand zum Teil eine digital-virtuelle Gemeinschaft, einschließlich Singen und Musizieren auf dem Balkon. Künstler, die über Nacht ohne Aufträge, ohne Honorar und ohne Bühne dastanden, sie präsentierten sich kreativ im Netz. Nachbarschafts- und Einkaufshilfen wurden über Social Media organisiert. Freunde und Familienmitglieder blieben wenigstens digital vernetzt. Gottesdienste wurden im Netz gestreamt, weil sie vor leeren Kirchenbänken stattfinden mussten. Einzelhändler und Restaurants konnten mit Online-Angeboten wenigstens einen kleinen Teil ihrer Umsatzverluste wettmachen. Und die sozialen Netzwerke, denke ich, haben gerade bewiesen, dass sie Öffentlichkeit wirklich demokratisieren können. Sie sind entschieden subjektiv, aber sie sind relevant und sie sind vor allen Dingen authentisch. Die Corona-Krise könnte nach meiner Einschätzung zu einer Erfolgsgeschichte von Social Media werden und ihren gesellschaftlichen Einfluss, ich denke, auch dauerhaft festigen. Und damit sind wir am Ende des zweiten Teils. Ich danke für die Aufmerksamkeit und freue mich, wenn wir uns beim dritten Teil wiedersehen. Da wird es dann über die Schattenseiten unseres Themas gehen. Es geht um Verschwörungstheorien, es geht um Desinformation im Netz. Und denn gerade in dieser Zeit, in dieser Krise, erweist sich das Internet als ein wahrer Nährboden für Sumpfblüten. Dankeschön.